Hey, meine Rabauken und herzlich willkommen zu einer neuen Episode zusammen mit Ebu! Hallo! Hallöchen, wir sind hier bei einem ganz, ganz, ganz gefährlichen Friseur. Guck mal an, was der Typ, wie der aussieht, ne? Und was der mit den Haaren gemacht hat, das will ich auf keinen Fall, dass das mit meinen Haaren passiert. Oh nein, deswegen fliehen wir mal lieber ganz, 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 ganz schnell hier. Tschüssi! Oh! Oh! Ja, geh du mal vor. Oh, Alter. Nein, das ist voll schwer. Wir machen heute wieder eine Challenge, Ebro. Ja, wer dann renne ich. Wer mehr Tode hat, der muss die Klamotten des anderen anziehen. Und du hast jetzt schon einen. Oh, hier ist ein kleiner Trick, glaube ich. Lippenstifte. Zack, zack. Die wackeln. Ach nee, das sieht, glaube ich, nur so aus. Okay. Bam, bam, bam. Wenn wir gleich viele Tode haben, dann entscheidet natürlich die Person, die als erstes im Ziel ist. Deswegen wird hier mal ganz schnell durchge... Wow, ich wäre fast runtergefallen. Guck mal, Ebro. Was ist das denn hier? Wie sieht das denn aus? Guckt euch die mal an. Oh Mann, Leute. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da, wenn ihr denkt, dass Ebro verliert, weil die liegt 2-0 hinten. Oh komm, Ebro, ich trage dich ins Ziel, oder nicht? Oh, das ist ein Glätteisen. Damit kennst du dich doch viel besser aus als ich. Oh, 3 Tore, Ebro. Was ist denn los? Oh, nein. Oh, ist das die Rache für die Bestrafung damals, Leute, wo ich, Ebro ist... Vier. Oh. Ich guck mal kurz weg, Ebro, ja. Falls du noch ein paar Probleme hast, dann ist das nicht auf Kamera. Das ist schon wieder verkackt. Oh Mann. Warte, Ebro, komm, ich komm zurückgesprungen. Hier, komm. Ebro, so willst du auf meinen Kopf? Soll ich für dich springen? Los, ja, komm. Bitte. Nein, das habe ich auch verkackt. Oh, das geht. Oh. Oh nein, das geht doch nicht. Alter, jawohl. So, beim ersten Versuch, Ebro, nice. Okay, der war aber nicht so schwer. Oh, da geht's nicht rein. Also das Fenster oder wie? Ja, aber wie du auch einfach straight hinterher geklettert bist. Als ob das so normal wäre, die Tür hochzuklettern. So, oh, jetzt hier war's auf den... Was, Leute? Okay. Auf den Strom... Wie heißen die Dinger? Strommast? Strommast? Oder? So, jetzt hier lang. Wo ist denn der Friseur? Der haben wir schon abgehangen. Die Lusche. Ah, da oben sind die Zeichen, okay. Oh, hier. So. Da ich das Ebro jetzt schon so viele Tode hat, können... Ist das eine Haarsträhne? Ja. Oh, ja. Gut, ist... Okay. Das könnte auch eine Spaghetti sein. Was ich eigentlich sagen wollte, dadurch, dass Ebro jetzt ja schon so viele Tode gesammelt hat, können wir ja ganz entspannt auf Nummer sicher gehen. Oh, was ist das? Haarklammern? Oder? Sind das Haarklammern? Das ist ein Rasierer. Ach, Rasierer. Ja. Echt jetzt? Na gut, wenn du das sagst. So, hier hoch. Ich habe gesehen, dass du verkackt hast im Augenwinkel. Komm, wir warten jetzt hier nicht mehr auf Ebro, wir gehen einfach weiter. Bin ich jetzt eigentlich schon mal gestorben? Weil ich meine, ich bin beim Zurücklaufen mal gestorben, aber das zählt ja nicht, weil das war ja das Joke nur. Ich glaube, ich bin noch nicht gestorben. 0 Tode. Ich habe es noch nie geschafft mit 0 Toden. Wird das das... Oh, hier wird's schwer, Ebro, hier wird's schwer. Okay, Leute, müssen wir genau gucken, wie wir das machen. Okay, haben wir. So. Perücken, Leute. Pink hier, rot, schwarz, brünett. Haben wir. Immer noch 0 Tode von Ebro. Keine Sicht. Ich weiß auch nicht, was die macht. Also, du kannst ja schon mal meine Klamotten hier ganz genau angucken, weil die wirst du in der nächsten Episode auf jeden Fall tragen müssen. Oh Mann, ey. Pass auf, Ebro, Zusatz-Challenge, ja? Pass auf. Wenn du es schaffst, du bist jetzt bei 7 Toten, ja? Ja. Wenn du es schaffst, maximal 10-mal zu sterben, also ich lasse dir noch 3 Tode, ja? Dann darfst du meine Haare auch benutzen, also die Bestrafung. Wenn du aber noch mehr Tode schaffst, dann musst du eine Glatze tragen. Oh nein. Ist denn das? Hä, verstehe ich gar nicht. Ah, das ist nur so ein Gegenboost, wenn man springt, klappt. Das ist ein Föhn. Achso, jetzt raff ich das. Wir müssen genau darauf achten, dass Ebro hier auch überlebt. So. Am besten ist, wenn du eigentlich vorgehst, damit ich das alles schön sehe. Oh, Nummer 1. Jetzt hast du nur noch 2, nur noch 2. Ich musste gar nicht hingucken. Hinter mir jetzt nur so gemacht. Oh, Ebro, nur noch 1, Alter. Das wird die Glatze, Ebro. Das sieht wohl eher. No. Aber es ist, glaube ich, nicht mehr so weit. Oder? Ich habe keine Ahnung. Leute, lass mal gucken. Oh, so knapp. Schräg, du musst schräg. Tipp. Okay. Weiter geht's. Aber das sieht... Muss man jetzt auf den Stern, oder? Nee, hier lang, okay. So, okay. Da, 0 Tode, Ebro, immer noch hier bei mir. Hey, wie jetzt da? Tür zu, hier durch den Schacht, oder? Ah. Oh, wieso muss es eigentlich bei jeder Flucht immer durch die...
Kanalisation. Nein! Ich bin, oh. Die sind schwer, ich bin zu früh gesprungen. Oh, das war Tod Nummer 1. Warte mal. Oh, hier. Oh, die hat direkt verkackt. Oh, oh, du hast es geschafft. Ich hab's auch geschafft. Auch geschafft. Oh. Auch geschafft. Oh. Evo, komm mir nicht zu nah. Du behinderst mich. Jawohl, Alter, ob du es echt geschafft hast, immer. Oh, der sieht übel schwer aus, Alter. Oh, was? Oh mein Gott, das war knapp. Oh, das war echt heftig knapp. Nein, Ebro! Oh. Okay, also noch hast du die Haare. Oh. Aber das kann sich mit jedem Sprung ändern. Aber ich glaube echt, dass es nicht mehr so weit ist. Also ich dachte, du bist runtergefallen, sah irgendwie so aus. Hey, nein, bist du... Nee, okay. Ich muss das kontrollieren. Oh. Ich würde dir zutrauen, dass du das hier... Hey. Oh, ich glaube, wir sind im Ziel, Ebro. Nee, doch nicht. Fehlalarm. Jetzt gibt's hier gesprintet. Oh. Aber das sieht nach dem Ziel aus. Wo muss ich lang? Hier lang? Ja, du hast es geschafft, Ebro. Also, du hast natürlich trotzdem haushoch verloren. Ja. Irgendwie, keine Ahnung. Wie steht's? 10-1. Willkommen bei Version Nummer 2. Ich bin... Ein Hund. Ich bin Duke. Und du bist Max. Ich bin Max. Ah, moin Max. Max redet doch gerade mit mir. Das habe ich gar nicht in Text gelesen. Oh, verdammt, ey. Ziel der Mission ist es, als Haustier zu fliehen. Das ist mega cool. Da kannst du sogar einen Doppelsprung machen. Aber ich habe voll den Nachteil. Guck mal, ich bin viel größer als du. Das ist voll schwer bestimmt. Ja. Oh Mann, Leute. Wir machen doppelt oder nichts. Ja, Ebro, pass auf. Pass auf, okay? Oh. Wenn du gewinnst, dann bist du erlöst und musst nicht die Bestrafung quasi vollziehen und meine Klamotten in der nächsten Aufnahme packen. Aber wenn du verlierst, ja, dann musst du es 2 Folgen machen. Oh. Okay, Deal? Ja, Deal. Deal, let's go. Steht 0-0, wir sind beide noch nicht gestorben. Ich hab so den Nachteil. Guck mal, wie fett ich bin. Wie soll ich denn das überhaupt schaffen? Oh. 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 So. Oh, okay, ich hab. Oh nein, jetzt wird's schwierig. Oh nein. Ich probier's. Oh Gott. Oh, Alter. Oh. Ich bin so groß, Mann. Das ist viel zu schwer. Oh, okay. Haben wir es geschafft? Ich glaube ja, in den Fahrstuhl. Okay, let's go. Ich bin gestorben. Echt? Ja. Oh Mann, Ebro, 1-0. Oh, jetzt bin ich turboschnell. Alter, okay, wir müssen den Autos ausweichen. Und hier müssen wir, glaube ich, springen, ne? Okay, easy. Auto. Wo geht's jetzt lang? Links oder rechts? Oh, auf der anderen Seite, okay. Was? Was ist denn hier jetzt? Nein, ich bin auch K.O. gegangen. Das ist schwer, die Stelle. Oh. Slidest du auch gerade auf der Autobahn hier? Oh, ja. Okay. Hä? So. Oh, nein. Hä? Was machst du jetzt? Ich weiß geschafft. Es nicht. Hey, du hast es doch geschafft. Auf Anhieb, als ob. Wow, Alter, du bist durch das Auto geslidet da. Hey, was hast du gemacht? Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Wie steht's? Steht's 1-1? Ich glaube ja, ne? Okay, 1-1, Leute. Zack, ich fahre hier mindestens 1000 km/h grad. Ah, jetzt hier nach links, Zeitlupenmodus. Okay, cool. Und go. Alles cool gemacht, okay. 1-1, Leute. Wo sind wir jetzt? Natürlich wieder im Gully. Wo sollen wir auch sonst sein? Kannst du springen wie... Ah, okay, jetzt muss man Doppelsprung-Action machen. Doppelsprung jetzt. Ich bin fast auf das Rohr gesprungen da oben. Oh, die roten, rosa Dinger darf man bestimmt nicht berühren, vermute ich mal. Alter. Jetzt hier... Nein, da kann man nicht drauf, Alter. Oh mein Gott. Hast du das gesehen? Ja. Das war ganz komisch, ey. Oh. Oh, jetzt lang hier drauf? Hä, das ist irgendwie voll verbuggt. Ja, aber geschafft. Du auch? Nein. Awesome. Bist du gestorben? Oh, ja. Jawohl, Leute, damit führen wir wieder 2-1. Und wir machen direkt weiter. Oh, hier sind überekelhafte Ratten. Okay, Leute, wir müssen schnell weiter hier. Wir haben ja den Doppelsprung, damit ist das natürlich nicht ganz so schwierig. Wow. Und jetzt hier drüber springen. Zack, easy. Hier weiter. Versteckt sich hier noch eine Ratte? Nee. Okay, weiter geht's. Zack. Ja, wir müssen nämlich, dadurch, dass das jetzt so knapp ist, 2-1, ja, kann sich das ja immer drehen. Und da wäre es schon auch gut, wenn wir vor Ebro sind, damit wir dann zumindest im Notfall das Rennen gewinnen. Oh nein, ich bin gestorben. 2-2 oder wie jetzt? Oh ja. Ich wusste nicht, dass man... Ah, ich verrat's nicht. So, was jetzt, Leute? Ich muss irgendwie die Steine aufsammeln oder wie? Hä? Ah, und jetzt schießen, oder wie? Ah, okay, cool. Ich habe ihn einen Stein, habe ich ihm abgeschossen. Ah, bist du das, Ebro, bei mir? Ja. Okay, ah, jetzt neue Steine da. Rück mal raus hier, die Bude. So. Moment, ich will den aufsammeln. Ich weiß auch nicht, ob ich die berühren darf. Bin gestorben. Ja, ich bin an der gleichen Stelle gestorben. Ha, damit führen wir wieder. 3-2.
So, ich kämpfe gerade gegen die Schlange. Ich habe gesehen, wie du nochmal gestorben bist. Wie du das geheim hast. Mein Double Jump funktioniert nicht. Ja, würde ich jetzt auch. Nein, ich bin auch gestorben. Oh, wir führen wieder nur noch mit einem, Leute. Hä, hey, kannst du jetzt auch gegen die Schlange kämpfen mit drei Herzen? Ist ja voll der Beschmuh, ey. Ich hab die. Ich hab den Schaden gemacht. Nee, bei mir hat sie 5 Herzen. Ach so, ja, dann passt ja. Okay, wir haben den Stein. Wir haben sogar 2 Steine, fällt mir gerade auf. Ein Herz noch, Leute. Ein Herz noch, easy. Oh nein, Gleichstand. Gleichstand, Ebo. Oh nein, jetzt wird's nochmal spannend. Schnell jetzt. Jetzt könnte wirklich entscheiden, wer schneller ist. Ich hab noch eine kleine Zeitführung. Bei mir sind nur noch ein Herz. Wie viel hat sie bei dir? Oh, bei mir noch 3. Oh nein, 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 das macht sie's, aber ich mach's auch. Ja, so. Hä? Meine Steine bargen da, ich werd betrogen. Ich bin gestorben. Jawohl, okay, das ist schön. Ich weiß aber nicht wie. Oh, Alter, war das knapp. Ja, wahrscheinlich in die Pfütze getreten oder so. Aber wieso hatten meinen Angriff da nicht gezählt, Leute? Habt ihr das gesehen? Okay, jetzt auf Nummer sicher, so und so. Hat's gezählt? Ja, wir haben die Schlange besiegt. Was? Oh, 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 oh. Nein, ich bin gestorben. Gleichstand, das ist schwer. Hier ist ein schwerer Part. Der ist viel schwieriger als der da. Wow, was, Alter? Okay, man slidet überkrank. Okay, Leute, weiter geht's. Okay, jetzt lang. So, haben wir. Gleichstand. Es kann jetzt echt jede Sekunde entscheiden. Ich muss mich beeilen. Ich will, dass Ebo die doppelte Bestrafung bekommt. Oh, nein. So, hier jetzt den Checkpoint mitnehmen. Sicher ist sicher. Ich bin jetzt bei der Zahnpasta-Seuche oder was das hier ist. Okay. Es ist Gleichstand, Leute. Wir sind gleich häufig gestorben. Ich muss ein bisschen jetzt auf Risiko gehen auch. Ich bin gestorben. Yeah, Alter. Jetzt müsst ihr nicht mehr auf Risiko gehen. Oh. Wobei, aber ein bisschen Speed wäre natürlich nicht schlecht, weil ich sehe Ebro ja nicht mal mehr. Was bedeutet, dass sie echt einen fetten Abstand hat. So, okay. Hey, ich sehe dich echt nicht. Oh nein, jetzt war der schnell. Das kam unerwartet. Nein, ich bin auch mal gestorben. Oh, Ebro, kommt mit dem Druck nicht klar hier. Oh, oh. So, easy. Easy. Und jetzt hier Speed. So, so. Nein. Alter, habe ich mich da krass gerettet. Das hättest du mal sehen müssen. Okay. Wo sind wir jetzt hier gelandet? Okay. Doppelsprung drüber. Ich muss den Button drücken. Aber was macht der Button? Habe ich nicht gelesen? Ah, hier sind 3 Button. Jetzt verstehe ich. Ich soll ein bisschen aufpassen, wenn ich stirb. So, ich habe alle 3 gedrückt. Ah, jetzt ist der Schacht offen. Hey, kann es sein, dass ich weiter bin als du? Ich glaube schon, ich habe gar keinen Schacht gesehen. Hä, hey, aber, hä, hey, wie langsam bist du da, ne? Leute, es wäre jetzt mega lustig, wenn das einfach wieder der gleiche Parcours ist wie immer. Warte mal, ging das hier lang und jetzt hier lang und jetzt hier lang? Nee, es ist ein anderer. Es ist ein anderer. Schade. Okay, da müssen wir jetzt den Weg finden. Also ich bin jetzt gerade hier in einem Parcours, in einem Labyrinth. Wenn du da noch nicht warst, dann bist du auf jeden Fall hinter mir. Muss aber sagen, das Jump'n'Run war deutlich schwieriger. Aber es könnte auch sein, dass es daran lag, dass mein Charakter einfach 5-mal so groß ist. Ich habe ein Zeichen bekommen, Ebo. Das heißt, thanks for playing. Und das bedeutet, ich bin im Ziel. Nein. Weniger Tode und schneller. Doppelter Sieg und damit doppelte Bestrafung für Ebo, Leute. Das gefällt mir. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Flankt auf jeden Fall den Like-Button und abonniert meinen Kanal kostenlos, wenn ihr keine Roblox-Folge verpassen wollt und ihr die Bestrafung auch sehen möchtet. Und dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benson. Tschüss.